Ahoi und willkommen zu Alt aber Fein. Wir fangen an mit dem Buchstaben A, wie Akte X. Das Spiel ist aus den 90ern und ich habe das damals schon mal gespielt und ich war damals schon sehr großer Fan von der Serie und man hat sich immer gefreut halt, ne, wenn das in der Glotze lief halt. Man hat die Fernsehzeitung aufgeschlagen und gesagt, oh, heute läuft ja wieder die Akte X-Serie. Wunderbar. Also, ich habe mir ein paar Randnotizen gemacht, weil das jetzt ein bisschen her ist, ne? Wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich spiele das auf einer virtuellen Maschine, weil das Spiel eigentlich für Windows 95 rauskam damals. Falls ich irgendwo einen Hänger habe im Game, also wie gesagt, ich will ein bisschen probieren. Wie gesagt, es ist mir lieber, falls ich mich da irgendwie durchfuchse, als wenn ich eine Komplettlösung zu Rate ziehe. Ich versuche, so weit wie möglich zu kommen. Ich will es natürlich durchspielen. Und ich werde nicht alles vorlesen. Und natürlich werde ich ab und zu mal was lesen. Und ich werde mich natürlich umgucken. Es soll ja sehr viele Easter Eggs geben aus der Serie. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Dann fangen wir mal an. Wie man sieht, neues Spiel. Sieh mal an, Agent Wilmore. Hallo, Agent Cook. Warum müssen Sie gerade heute unpünktlich sein? Wir haben hohen Besuch aus Washington und offenbar wegen etwas sehr Wichtigem. So, wir können antworten. Lustig, unentschlossen oder paranoid. Ich würde sagen, wir fangen es mit der goldenen Mitte. Das hat doch sicher gar nichts mit uns zu tun. Das ist unser Inventar hier unten. PDA und Mobiltelefon. Bis jetzt. So. Das ist der Plan des Gebäudes. Ja, ich muss erstmal ein bisschen gucken irgendwie. Ich möchte nicht so viel quatschen, weil halt die Atmosphäre da erhalten bleibt dadurch, wenn man halt wenig quatscht und so, ne? Und wie gesagt, ich finde es sehr gut gemacht. Für die damalige Zeit war das wirklich... Natürlich muss man das mögen, ne? Interaktive Spiele, also so... Kommen Sie bitte noch mal wieder. Hey, Partner, wie geht's Ihnen? Wer ist das hohe Tier aus DC? An welchen Fällen arbeitest du gerade? War Shanks aufgebracht? Also ich werde ja sowieso alles anklicken wegen der Dialoge. Aber er ist halt Gewöhnungssache halt, ne? Und wer ist nun der Häuptling aus Washington? Sein Name ist Skinner, der stellvertretende Direktor Skinner. Shanks eigentlich aufgebracht?
Naja, er hat mich angelächelt. Und das ist nie ein gutes Zeichen. An welchen Fällen arbeiten Sie? Ich bin an einem Fälscherring dran und der Miliz, die immer noch in den Northern Cascades aktiv ist. Und dann ist da auch noch ein Ring von Speedlabors, aber ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Agent Wilmore, ich möchte Sie in meinem Büro sprechen. Oh. Ich dachte eigentlich, es wäre alles irgendwie auf Deutsch. Dear Greg, also lieber Greg, how are things? Mom and Dad say hello. Das ist ein Brief von... Goodbye and now Barbara. Ja, wer war denn Barbara? Ich nehme an, Frau. Items gonna see sub 10. Okay, die stecken wir mal ein. Akten zum Fall, okay. Ich nehme an, hier Barbara und Tochter. Blue Blake. Nee, Big Blue Blake. Oh. Ich glaube, das ist auch ein Easter Egg aus einer Serie. Bin jetzt nicht 100% sicher, weil das schon eine Weile her ist. Ja, so sahen die Rechner früher aus. Willkommen, bitte geben Sie den Namen und Kennwort ein. Ja, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Es gibt, ganz ehrlich, ich erinnere mich noch tatsächlich grau dran. Es gibt tatsächlich eine Tastenkombination auf einer Tastatur, womit du das Passwort und den Namen umgehen kannst. Also es gibt das wirklich, ich habe das, ich weiß das noch, weil ich das früher aus einer Zeitschrift gelesen habe und ich weiß es natürlich heute nicht mehr. Ich habe es leider auch nicht im Internet finden können, die Kombination, aber ich weiß, dass es die existiert. So, und deswegen habe ich mir halt Notizen gemacht und irgendwo habe ich den Zettel, ne? Ich muss ihn gleich mal raussuchen. Ich
Ja. Gute Frage, wo habe ich ihn hingelegt? Naja, wir sollen ja jetzt sowieso noch nicht an dem Computer ran. Huch. Wir sollen uns ja erstmal melden beim Vorgesetzten. So. Kommen Sie rein. Das ist der stellvertretende Agent Wilmore. Sir? Zwei meiner Agenten werden vermisst, Fox Mulder und Dana Scully. Ich habe seit 3 Tagen nichts von ihnen gehört. Ich bin sehr beunruhigt. Eben AFK. Ja, wo habe ich denn den Zettel hin? Na gut. Skinner sollte mal bekannt sein aus der Serie. Was haben wir denn hier? Sind die beiden ein Liebespaar? Wo sind die zuletzt gesehen worden? An welchen Fällen haben sie gerade gearbeitet? Ich hätte gerne die Nummern ihrer Mobiltelefone. Wo sind Sie zuletzt gesehen worden? Finde ich gut. Wo wurden Sie zuletzt gesehen? In meinem Büro in Washington, kurz bevor Sie abreisten. An welchem Fall haben Sie gearbeitet? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nun, diesen Reisekostenanträgen nach wollten Sie nach Everett im Staate Washington. Diese beiden Agenten dürfen in einem hohen Ausmaße völlig autonom operieren. Und zwar wegen der Art der Fälle, die sie verfolgen. So, was haben wir denn da? Abteilung Finanzen und Reisen. Reiseantrag. Geheimagenten. Mulder, Fox, Scully, Dana. Anmerkung. Agenten fliegen Economy Class im ersten verfügbaren Flugzeug zu ihrem Bestimmungsort. Abflug Dallas Airport, Washington DC. Ankunft Seattle Airport.